Hier wird das höchste Recht gesprochen. Georg Thiel, ein Mann, der nachweislich keine Programme von ARD, ZDF, Deutschlandradio konsumierte, musste ins Gefängnis, weil er die Gebühren nicht bezahlte. Hier in diesem Haus wurde das als Recht bestätigt. Ist das nun gerecht oder eine Anmaßung, die nur in Diktaturen ihresgleichen findet? Wie verhält es sich dann, wenn genannte Vereinigung, gemeint ist ARD, ZDF, Deutschlandradio, gegen geltendes Recht verstoßen hat? Muss ich dann auch bezahlen? Tausendfacher Kindesmissbrauch, verursacht durch Animation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist die Story, um die es hier geht. Wer kann sich erinnern an den Dreiteiler, der in unserem Fernsehen lief, über die Schriftsteller-Dynastie Mann? Heinrich Mann, dann der Nobelpreisträger und Pädophile Thomas Mann und dessen Sohn Golo Mann. In diesem Film, der 2001 ausgestrahlt wurde, wird Thomas Mann gezeigt, wie er einen minderjährigen Knaben küsst und in ein Zimmer führt. In dem Film wird kein Anstoß daran genommen. Sogar eine Dokumentation begleitet den Film. Auch hier alles easy. Kein Ansturm der Entrüstung. Und dann passierte, was nicht passieren darf. Tausende von Pädophilen, die sich zuvor vorgenommen hatten, ihren kranken Trieb nicht auszuleben, werden schwach. Sie fühlen sich ermuntert, ja sogar aufgefordert, es dem Nobelpreisträger gleich zu tun. Und tausendfach bricht die Seuche aus über unser Land. Und tausende Kinder werden aufs Schändlichste missbraucht. Verursacht durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Obwohl die Animation strafbar ist, wird ARD, ZDF, Deutschlandradio nicht angeklagt. Die Staatsanwaltschaft schlägt sich aus. Die Rechtslage ist klar. Laut § 176e Strafgesetzbuch macht sich strafbar, wer Inhalte verbreitet, die geeignet sind, den sexuellen Missbrauch an Kindern zu begünstigen. Ohne diese Sendung wäre ein Großteil der Missbrauchsfälle hätte gar nicht geschehen. Diese Sendung hat diejenigen Pädophilen, die sich vorgenommen hatten, ihren krankhaften Trieb zu unterdrücken, in übelster Art und Weise verführt. Ich habe AfD, ZDF, Deutschlandradio mitgeteilt, dass ich die Zahlungen einstellen werde, weil der Verdacht besteht, dass es sich hierbei um eine kriminelle Vereinigung handelt. Über einen Antwortbrief wurde dem nicht widersprochen. Sie meinte nur, ich muss trotzdem zahlen. Wie das ausgeht, werden wir sehen. Die Fortsetzung folgt auf diesem Kanal.